Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Wir haben gerade hier die Trapper in diesem Raum aufgeräumt. Und erkennt ihr den Raum wieder? Das ist der, wo hier hinten, wenn man hier reingegangen ist, man zermatscht wurde. Und dann hier die Spieße, die Tür blockiert haben, hoch und runter gefahren sind. Die Tür hier ist auch blockiert und ich würde sagen, wir gehen einfach mal gegen den Uhrzeigersinn weiter. Wir sind von links gekommen, gehen jetzt hier rechts aus dem Raum. Können wir gar nicht, da geht es gar nicht durch. Okay, dann müssen wir wohl hier lang. Ja, das ist die einzige Tür, die aufgeht. Das kann man natürlich nur mal auf der Karte verifizieren. Und tatsächlich, hier sieht man, wir kommen also von oben rechts. Unten links ist Schutt im Weg. Unten ist Schutt im Weg. Unten links ist gar keine Tür mehr, da ist einfach nur Wand. Aber da ist die Tür hier, durch die wir jetzt durchgehen. So. Erstmal. Ah, das war nicht gereicht. Einmal zum anderen des Raumes. Wenn der Angriff sollte, einmal mit einem Zombie zu aufräumen. Genau. So. Und wenn man bedenke, das ist noch der schwache Angriff. Das sind halt auch schwache Zombies. Dann hier. Dass wir wieder die volle Dings haben. So, und dann können wir auch direkt wieder speichern. So. Dann auf der Karte, die war glaube ich, nee, da müssen wir tatsächlich durchgehen. Da sind tatsächlich zwei Türen, also wir wissen, wenn ich mich nicht irre, ist hinten rechts die Tür. Diese Tür hier ist, geht zu dem. Genau, zu diesem Raum hier. Dann gehen wir mal raus, dass wir mal eine Energie haben. Nachhelfen. Schließlich können wir dann die Zombies mit Magie besiegen. So. Okay, zaubern. So, und der wird so aufgeräumt. Normalschlag. Hier. So, was haben wir jetzt hier? Das ist wieder, das hier wird hier wohl Pius Augustus sein. Das Bassrelief zeigt einen stolzen Krieger. Das Bild strahlt eine Stärke aus, die den ganzen Raum bestimmt. Unter dem Bild befindet sich ein kleines Wort, das aus der Wand heraustritt und auf etwas zu warten scheint. So, Krieger ist schon rot. Hier muss wahrscheinlich die rote Statue hin. Guck mal hier. Das Bassrelief zeigt einen Hexenmeister, blau geschrieben, der einen Spruch ausspricht. Er strahlt Autorität aus, welche durch seinen dominant wirkenden Gesichtsausdruck noch verstärkt wird. Unter dem Bild befindet sich ein kleines Board, das aus der Wand heraustritt und auf etwas zu warten scheint. Das wird ja nun wohl eine blaue Statue sein. Und dann haben wir hier. Das Bassrelief zeigt eine Gelehrte. Ihre respekteinflößende Ausstrahlung bestimmt diesen Teil des Raumes. Unter dem Bild befindet sich ein kleines Board, das aus der Wand heraustritt und auf etwas zu warten scheint. Gut, dann würde ich mir sagen, hier tun wir den Gelehrten hin. Und sofort beschwört sich hier was. Das war wohl ein Rätsel und die haben das Falsche gemacht. Das ist aber nicht allzu schlimm, denn Speichern wurde durchgeführt. Und wenn man guckt, ich hatte auch noch einen von meinen Köpfen und das war der dritte Kopf. Das heilen. Während er seine Todesanimationen macht. Das heißt, das ist ein kleines Rätsel und man muss das Richtige tun. Ich halte. Und ich kann mir auch schon vorstellen, um was es hier geht. Gucken wir uns doch die Statuen, die beiden Statuen, die wir haben, nochmal an. Ich halte das mal. So,
Also, wenn ich jetzt mal ins Menü gehe, hier haben wir also, das ist also ein Gelehrter und der wird von einem unsichtbaren Feind gequält. Die Gelehrte sieht jetzt nicht so aus, als wenn sie ein unsichtbarer, als wenn sie jemanden quält. Das rubinerne Bildnis zeigt einen besiegten Krieger, der respektvoll vor einem unsichtbaren Sieger kniet. So. Also einmal gequält, wird jemand gequält und dann ist jemand respektvoll. Gucken wir hier nochmal. Respekt einflößende Ausstrahlung. Ja. Ist eine Stärke, die ausgestrahlt wird. Und es müsste Autorität sein, wenn ich mich irre. Ja, genau. Und dominant wirkender Gesichtsausdruck. So. Und zwar ist das eigentlich auch wieder ein ziemlich einfaches Rätsel. Ich mache gleich nochmal den Buff wieder an. Das ist ein ziemlich einfaches Rätsel. Und zwar jeder dieser Götter, das wissen wir ja schon, hat einen Gegenspieler nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Und hier geht es quasi darum, dass hier der Gott jemanden besiegt und der Rote besiegt. Das haben wir jetzt schon mehrfach ausgenutzt. Chaturga ist stark gegen Xelotaph. Und hier muss also die Statue von Xelotaph hin. Das wäre also dann hier, wenn man guckt, der gequälte Gelehrte. Das ist jetzt meine Annahme. Und der besiegte Krieger, der niederkniet, das müsste dann vor dem Hexenmeister sein. So, ich gehe nochmal her und speichere, in case, wenn ich falsch liege und dann nicht lade. Das heißt, wir müssen hier quasi das Inverse machen und den hin tun, der von dem Bildnis besiegt wird und nicht den hin tun, den das Bildnis besiegen würde. Der das Bildnis besiegen würde, so rum. Also, die grüne Statue würde von dem roten Krieger besiegt werden. Und das ist richtig. Das heißt, wir haben hier zwei Angaben, die jetzt das Rätsel lösen. Einmal der Text und einmal die Farbzuordnung, die wir schon vorher gelernt haben. So, und wenn der Grüne vom Roten besiegt wird, kann es nur falsch sein, dass hier das Rote hinkommt. Also muss das Rote zum Blauen. Chaturga wird also von Ulyaroth besiegt. So, uns fehlt jetzt noch die letzte Statue. Wir haben hier zwar die Essenz von Ulyaroth, aber die kommt hier natürlich hin. Hier kommt natürlich dann die blaue Statue hin. So, das heißt, jetzt wo wir fast voll aufgeladen sind, gehe ich nochmal her und speichere nochmal. Das geht. Nein, ich will nicht laden, ich will speichern. Das geht in denselben Spielstand, weil nicht wirklich was passiert ist. So. Und dann gehen wir nochmal zurück. Wir müssen ja jetzt schließlich die letzte Statue kriegen. Und wir haben hier auch tatsächlich eine Art Schrank oder so. Ein seltsamer Obelisk aus dunklem, granitartigem Material. Er versperrt den Weg und scheint jedem Versuch der Beschädigung zu widerstehen. Gut, dann nehme ich an, dass der verschwindet, wenn wir die drei Statuen richtig platziert haben. Dann heißt es jetzt einfach nochmal zurück und gucken, wo wir die Statue übersehen haben. So, also hier war nichts. Hier ist überall nichts mit untersuchen. Hier dazwischen ist auch nichts, das hätten wir jetzt ausgelassen. Dann müssen wir halt backtracken, das ist kein Problem. Hier waren ja jetzt nicht sonderlich die Fallen, eigentlich gar keiner, es waren immer nur Gegner da. So. Dann geht es hier nach oben. Ist auch nichts. Raum ein bisschen näher umgucken. Ich gucke jetzt einfach, dass hier irgendwo was kommt wegen untersuchen. Nein. Hier runter. So, jetzt gehe ich erst nochmal hier lang. Können wir hier mit dem hier runterspringen? Nee. Okay, da geht es also nicht weiter. Gucken wir mal hier. Da am Rand. Nee. Ja, das ist jetzt natürlich eine doofe Situation. Hier leuchtet es blau. Es könnte natürlich sein, dass hier eigentlich auch. Wir haben hier das Vieh besiegt. Wir haben das Vieh besiegt und runter. So, da ist nichts.
Hier kommt nur Licht durch, da ist auch keine Statue. Okay, und hier geht's wieder in den Raum zurück, wo wir quasi an den Anfang kommen. Also mich, das hier irritiert mich halt extrem. Ja? Diese Säule, dieses Podest hier irritiert mich extrem. Gut, aber dann wollen wir nicht so sein. Wir passieren diesen Gang. Und jetzt sind wir wieder hier in dem Gang vom Anfang. Und gehen doch nochmal zurück. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal ganz von Anfang an. Alles durch. So. Das war also der Anfang, wo unsere Kameraden tot liegen, wo wir die Essenz bekommen haben. Und hier ist auch nochmal ein zum. Also. Die Gegner respawnen ja nicht, das heißt, den müssen wir letztes Mal übersehen haben. Das sind nur unsere Freunde. Die Säule. Hier geht's nur runter und wieder hoch. Da kann ich nicht hin. Und hier ist also nichts. Gucken wir noch auf die Karte, ob wir irgendwas übersehen haben. Also wir kommen hier. Gehen wir nochmal eben ein. Untere Etage ist X, obere Etage ist Y. Gut, okay, also wir gehen hier raus, wir gehen hier runter. Dann können wir hier hingehen, hier in den Raum gehen. Wir können in den Raum gehen. Ich gucke jetzt einfach, ob es irgendeinen Raum gibt, wo wir einfach nicht waren. Das ist der Raum, also was jetzt in der Mitte ist, ist der Raum mit der Stadt. Das ist das U. Das ist das, wo wir hier waren. Ist also nur, ob hier irgendwo ein hoch. Nein, tatsächlich. Da sehe ich keinen Raum, in den wir übersehen haben. Also keine Tür oder sowas. Ich kann auch noch mal rauszoomen, einfach gucken. Beziehungsweise so gucken. Hier ist keine Tür, die nicht begangen wurde. Hier ist keine Tür. Ich bin jetzt einfach nur alle Gänge durchgegangen und hier sind auch keine Türen mehr, die wir verpasst haben. Okay, dann gehen wir jetzt einfach durch, dann haben wir wohl irgendwas übersehen. So. Hier außen einmal entlang laufen, um sicherzustellen, dass wir nicht irgendwas übersehen haben. Aber nicht so aus. Gut, dann kommen wir jetzt hier runter. So, der erste Gang. Da gehe ich jetzt, ich gehe jetzt einfach nur noch mal durch den Raum durch. Ich werde aber jetzt nicht. Das irritiert mich. Kann es eventuell sein, dass ich hier. Machen muss. Na, sieht nicht so aus. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt einfach nochmal wirklich durch alle Gänge durchgehen, vom Eingang zum Ausgang. Dann wäre hier der nächste. Erstmal am Rand entlang. Okay, da ist dann nichts. Hier geht es auch nicht weiter. Und hier in der Mitte ist auch nichts. Da war, glaube ich, der Stab am Anfang. Okay. Dann nochmal weiter. Weiter hoch.
Und das war jetzt die letzte, wenn ich mich nicht irre, Karte. Ja, genau, das war das Ende des Ganges. Wir sind jetzt in dem Raum hier auf der rechten Seite. Haben hier die Stadt, zu der wir jetzt auch keinen anderen Text bekommen. Die Stadt, den Stab, den wir nicht mehr benutzen können, und den Gang nach unten. So. Hier haben wir auch, da sind wir am Anfang hin und her gelaufen. So, dann gehen wir hier mal hoch. Die Speere sind auch nichts. Das hier reagiert nicht. Außer dass jetzt eine Fackel zuckelt. Dann geht es hier runter. Und dann sollte hier jetzt irgendwas kommen. Nämlich hier. Dann willst du wohl einmal nach oben, bitte. Das ist jetzt quasi der Gang. Was ist hier denn? Nichts. Okay. Der Gang nach unten. Der Obelisk, der jeder Zerstörung trotzt, eventuell, da war ein Symbol drauf eingeritzt, eventuell kann der mit Magie zerstört werden. Mit der magischen Attacke oder so. Das heißt, wir gehen jetzt hier durch. Das ist also wie gesagt der Obelisk. Und hier unten sehen wir jetzt ein Symbol von einem der Götter, das müsste sogar die Tierrunde sein, und ein Dreipunkt-Zirkel. So. Ja, das heißt, er scheint jedem Versuch der Beschädigung zu widerstehen. Jetzt gucken wir nochmal das Symbol an, gucken wir nochmal auf die Runen. Das ist dieses Symbol. Und tatsächlich, es ist Tier Aretak, was da steht. Oben steht Tier, das kann man vielleicht nicht so gut sehen, was Kleines. Unten steht Aretak und ein Dreierzirkel. Ich würde sagen, das ist der Hinweis darauf, dass wir dieses Ding mit einem Flacker verschwinden lassen müssen. Tun wir das doch mal. Probieren wir das doch mal. Da ist ein Flacker, Dreier. Nehmen wir direkt den roten. So. Und tatsächlich, wir können das Ding anvisieren und wegteleportieren. So viel zu dem Thema. Wir brauchen die dritte Statue, um da reinzukommen. Sehr schön. Wir haben nun jetzt aber erstmal wieder ein bisschen aufladen, dass wir unseren Buff wieder machen können. Und dann würde ich sagen, mal speichern und dann würde ich sagen, gucken, was da unten ist, oder? So. Da ist man schon ein wenig verwöhnt, wenn man diesen Zauber hat. Ja, das dreht echt nach. So. Tier Pardon, 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 Pardon. So. Einmal speichern. Und dann gucken wir, was da unten ist, wie gesagt. Aber hier runter, bitte. Die machen uns erstmal nichts, solange wir hier nur rumstehen. Und jetzt verschwindet der wieder. Und dann warten einfach, wir kriegen die Energie schon noch. Da kann der Trapper Gift draufnehmen. Genau, die magische Attacke frisst aber viel. So, da kommt sie.
geht's nicht lang. Und hier geht's wieder runter. Ich glaube, hier ging's vorher durch. Da musste man dann das Buch reinlegen, um weiterzukommen. Ich werde jetzt erst nochmal den Buff aufladen. Das geht ja jetzt vergleichsweise flott. Also, weil die Energie von alleine nachlädt, meine ich. Und das hier. Pardon, Rick. Pardon, pardon. Ja, pardon. Und dann speichern. Das mache ich jetzt tatsächlich sehr oft in dieser Aufnahmesession. So. Ja, guck mal, eine Schriftrolle, ein Zauber. Ein Angriff. Ein Altar bestehend aus ausgegrabenen menschlichen Knochen steht am Ende dieses Raumes. In den aus Knochen geformten Armen befindet sich eine Schriftrolle, die mit obskuren Kritzeleien beschriftet ist. Wir haben den Spruch Fessel erhalten. Strukturer, Banker und Schutz. Dann lesen wir uns hier nochmal durch. Prüfen. Auf der Rolle wurde etwas gekritzelt. Diese Magie bindet einen Gegner an den, der den Spruch spricht. Der Gegner muss für die Dauer der Magie die Seiten wechseln. Das war's dann schon. Oder ein Altar, bestehend aus den ausgegrabenen menschlichen Knochen, steht am Ende dieses Raumes. Das hatten wir schon. Das Gebilde wird mit groben Bindfäden aus geflochtenen Sehnen zusammengehalten. Abstoßend und schrecklich, aber auch faszinierend. Da ist links aber offen. Da scheint weiter zu. Hier sind zwei grüne Krauen hinter einer Wand. Grüne Krauen! Ach, das ist jetzt dieser Gang. Okay. Da würde ich sagen, ich gehe raus und speichere nochmal. Weil das sieht mir jetzt so endkampfmäßig aus. Oder? Ah, ich weiß, um was es geht. Die wollen, dass ich den Spruch spreche. So, dann es war Schutz und Kreatur war es. So, was ich natürlich jetzt mache, ist den direkt auf der höchsten Stufe machen. Schutz und Kreatur und dann mit Patron auffüllen. Ich möchte jetzt, dass einer dieser beiden Kräfte auf einer Seite kämpft. Ich will, dass ich am Ende noch mit einer von beiden zu tun habe. So, immer noch auf meiner Seite. Jetzt nicht mehr. Und dann erstmal so. Er hat noch ein Gesicht, noch einen Kopf. Hier hat er nur zwei, aber jetzt hat er noch einen. Echten. Und das war der gute Kopf. Der Angriff mit der Axt ist sehr langsam. So. Und wahrscheinlich ist jetzt hier eine blaue Statue. Ich will nur erstmal wieder so machen. Was haben wir denn hier?
Ein Paket Sprengstoff, sicherlich ein Überbleibsel aus dem Krieg. Okay, wer sagt das jetzt? Ich meine, wenn das... Naja gut, Xylophaf hat eine Frauenstimme. Xylophaf wird es also nicht sein. Erstmal voll geheilt. Wenn das mit dem Heilen der Psyche in der realen Welt nur so einfach wäre. Das ist natürlich viel anstrengender. So. Weil ich kann nach dem Laden, könnte ich immer noch warten, bis die Ding wieder aufgeladen ist. Wir sollen also diese Brücke zerstören. Waren wir da überhaupt schon? Ich glaube nicht. Ich guck mal, wenn ich blättere, ob hier irgendwo ein X angezeigt wird. Nein. Da habe ich kein gutes Gefühl bei, dass ich gestehen muss. Also, den Sprengstoff brauchen wir also für die Stelle, die hier markiert wurde, für diese Brücke. Ich nehme an, das ist das, wo wir hier hinkommen. Oh! Aha. Ich habe eben gerade mich daran erinnert, dass hier auf der Karte, da, wenn man genau hinguckt, wir sind jetzt hier am linken Rand. Da sind zwei Linien. Eine harmlose holzvertäfelte Wand begrenzt diesen Raum. Im Vergleich zu den anderen Wänden in diesem Raum wird sie fast zu leer. So, und da habe ich mir gedacht, da machen wir doch einfach mal. Erkennen drauf, ja? Erkennen. Also sie kämpfen ja gegen Türen, also mit der Rücken. Okay, erkennen sie es nicht. Dann nehme ich an, dass die Wand aufgeht, wenn wir hier das fehlende Element hin tun. Nur wo könnte das sein? Hier, ob ich was übersehen habe. Den Rest haben wir ja schon gesehen. Da ist nichts. Da ist nichts, was man sehen kann. Dann geht es hier runter. Dann ist hier der Altar ohne alles. Jetzt auch nicht weiter. Und hier ist dann der Gang, wo die zwei Grauen waren. Und hier steht die Statue auch nicht. Okay, ich würde sagen, ich mache für heute erstmal Schluss. Und mache mich mal schlau. Also zwei Sachen, Schluss und schlau. Beides mit Sch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Panty spielt Eternal Darkness. Und dann weiß ich, was zu tun ist. Also bis dahin. Ciao, miau.